Guten Tag, wir sind die Killerpilze. Wir sind die Killerpilze, geht's euch gut? Musik spielen, lügen Kohle machen und mit Models im Arm über diese Strophe lachen. Was? Dass die Leute einfach selbst die Initiative ergreifen und dass halt auch vor allem neue Medien mit einbezogen werden, speziell jetzt Facebook oder so, ist natürlich schon heutzutage immer wichtiger. Und ich meine, mit der Sache, dass wir zum Beispiel Vorschläge abgeben konnten und die Fans dafür dann abstimmen und sich damit auch befassen, ist halt einfach gegeben, dass das gleich eine viel größere Aufmerksamkeit hat, wie wenn man nur das jetzt in der Zeitung liest oder so. Und wenn ich die Macht hätte, dann würde ich verändern, dass man in Deutschland keine rechtspopulistischen Parteien mehr wählen kann. Dann würde ich versuchen, dass die Bürger wieder mehr Vertrauen zu den Politikern hätten. Dann würde ich aufhören, nicht nur über erneuerbare Energie zu reden, sondern auch tatsächlich das jetzt anzupacken. Es ist halt wirklich auch speziell für junge Leute gedacht ist, dass die sich da engagieren, weil die sind natürlich auch die politische Zukunft und das ist sehr wichtig, dass junge Leute sich einfach engagieren. Ich kann das nicht in Worte fassen, das ist unser Gefühl. So, Politiker sind ja generell Hassobjekte, also wir finden jetzt Politiker auch nicht cool, aber wir versuchen uns natürlich schon viel zu informieren und es kommt, glaube ich, auch erst mit der Zeit. Ich glaube, oft ist halt auch so die Meinung, dass man selber eh nichts verändern kann. So, ja, die machen eh, was sie wollen und auch so mit dem, wer geht jetzt zur Wahl oder sowas, ach, meine Stimme zählt nicht oder sowas, aber das ist ja genau die falsche Herangehensweise. Aber ich glaube, das muss man im Kopf bei vielen dann auch einfach immer motivieren und sagen, hey, komm, auch deine Stimme zählt. Und so. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass es in der Politik solche Personen gibt, die auch für junge Leute attraktiv sind. Und die meisten Politiker in Deutschland, das sind halt solche grau angezogenen Sesselpupser, alte Menschen, nichts gegen alte Menschen, aber da weht überhaupt kein frischer Wind. Also es ist überhaupt keine Identifikationsplattform für junge Leute da. Ja, ich bin jetzt auch 18, das heißt, für mich steht jetzt dann demnächst auch mal Wahlen an und so, aber das dann schon, also wenn ich mir das jetzt so überlege, das ist natürlich dann schon ein Schritt so, also irgendwie sich dann wirklich für irgendwas zu entscheiden, für eine Partei oder für einen Politiker und so. Also ich kann da schon auch viele verstehen, denen das dann einfach zu schnell geht irgendwie. So, man ist 17 Jahre lang irgendwie, interessiert man sich dafür nicht und dann auf einmal soll man da irgendwie einen wichtigen Teil dazu beitragen. Wir schweben ohne Ziel, von allem viel zu viel, auf der Überholspur, everything is fun. Ich würde mich schon mal gern mit so einem NPD-Vorsitzenden treffen und aufs Maul hauen zum Beispiel. Ja, oder mit Helmut Schmidt oder so. Von früher, das wäre mal cool, glaube ich, so einen Altkanzler, der so echt viel erlebt hat und auch wichtige Entscheidungen getroffen hat. Großes Charisma hat, glaube ich. Das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Also wenn man tatsächlich so einen Politiker kennenlernt, du wirst, wenn du jetzt nicht wahrscheinlich der beste Freund von dem bist, nie ein wirklich offenes Gespräch haben. Also Politiker haben ihre Phrasen und die dreschen sie runter. Ja, Musik ist natürlich, da gibt es schon viele Bands, die auch politisch tätig sind und die auch ihre Meinung da in Songs kundtun. Also wir haben auch schon als wir die Band gegründet haben mit 13, 14, haben wir Songs gegen Nazis geschrieben und so. Und das war uns auch wichtig. Konzerte organisiert, genau, da waren wir schon auch. Also da waren auch viele junge Leute und klar, jetzt bei so einer Sache wie Antirassismus, da ist man ja eigentlich mit, hoffe ich, 90-100% der Deutschen auf einer Wellenlänge. Da kann man sich dann auch schneller drauf einigen. Wir verschwenden unsere Jugend, sonst schwindet uns die Zeit. Also ich glaube, so die Themen, die gerade in der Öffentlichkeit sind, wie Atomkraft Polizeigewalt gegen Demonstranten, zum Beispiel wie bei Stuttgart 21, das war schon ein Thema, was, glaube ich, auch viele Jugendliche oder Leute in unserem Alter beschäftigt hat, weil man sagt, okay, es geht dann einfach voll gegen das Gerechtigkeitsempfinden, wie man sagt, wie kann sowas sein in einer Demokratie, in einem freien Staat irgendwie, dass man nicht mehr demonstrieren darf oder seine Meinung kundtun darf auf einer Straße. Generell auch so Konflikte mit Integration und so, das sind schon auch Themen, die die Jugendlichen beschäftigen, weil einfach da noch viele Vorurteile zum Teil da sind, die dann halt vielleicht auch oft bestätigt werden im Alltag oder so. Man muss halt aufpassen, dass man da auch nicht alle über einen Kamm schert. Es ist natürlich so, dass manche Leute mit Migrationshintergrund mehr Probleme haben, einen guten Start ins Leben zu finden, wie jetzt wir Deutschen. Aber wenn man die frühzeitig integriert und das eigentlich von vornherein keine Rolle spielt, oder es sollte ja auch keine Rolle spielen, dann ist es auch für die alle einfacher. Sich mal Mittel nehmen, Leben an zum Beispiel oder solche Sendungen, da sieht man auch, dass es
den Deutschen genauso geht. Also das darf man nicht über einen Kamm scheren, sondern wir sind da zum Teil ja auch genauso irgendwie. Wenn man dann denkt, okay. Vergessen wir das, was unsere Mütter sagen. Machen wir das, was unsere Väter nie wagen.